Ein Phosphos. Ein Phosphos? Davon gibt es mittlerweile einfach viel zu wenige. Ich lasse es lieber in Ruhe. Es sieht so friedlich aus. Schade, ich dachte, wir könnten mit dem Kescher. Das war doch jetzt geraten, oder? Ich denke, wir müssen das irgendwie fangen. Und deswegen jetzt hier die Option. Das war bestimmt geraten. Lunchbox. Schöne Lunchbox. Passt bestimmt gut in meine Sammlung der Gegenstände, die ich irgendwann mal gebrauchen kann. Aha. Ich kann's versuchen, aber ich... Das ist meine Lunchbox. Ich weiß, ich wollte nur dein... Die darfst du nicht haben. Ja, ich hab nur die... Meine Lunchbox, nicht deine Lunchbox. Schon gut, tut mir leid. Meins, deins. Das ist doch bürgerliche Kategorien. Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Tja, Die herrschaftliche Brunnenwache. Die Elite Asposiens. Macht gerade Frühstückspause. Ja. Ein Blackout. Eins von Conroys Merkblättern. Versteinert, was nun? Conroy rät, bleiben Sie ruhig und warten Sie auf Hilfe. Macht Sinn. Conroy ist so ein kluger Herrscher. Hm. Brauche ich nicht. Wenn ich wieder im Palast bin, kann ich ihn so um Rat fragen. Tja, also reden wir vielleicht mal mit der Wache. Hallo. Wache Nummer 822 meldet sich zum Dienst. Oh, ich bin's nur, Robert. Ich wollte euch nur etwas fragen. Ich hoffe, es ist wichtig. Ich habe hier nämlich zu frühstücken. Zu frühstücken, Alter. Was macht ihr hier? Ich halte Wache. Ach so? Was genau bewacht ihr denn? Was ich bewache? Was ist das denn für eine Frage? Ich bewache natürlich dieses Häuschen hier. Und die Gefangenen da unten natürlich. Und den Brunnen. Ich bin auch Brunnenwächter. Wovor bewacht ihr den Brunnen denn? Auftrag von Conroy höchstpersönlich. Ich muss den Brunnen bewachen. Ja, das habt ihr eben, wovor? Ich bewache den Brunnen. Reinfallen ist übrigens verboten. Ist da schon mal jemand reingefallen? Kann ich mir nicht vorstellen. Aha, er bewacht also den Brunnen. Also sitzt du hier den ganzen Tag? Nein, manchmal stehe ich auch da drüben. Alles klar. Was tust du denn, wenn die Basilien aus dem Brunnen kommen? Dann nehme ich das offiziell zur Kenntnis. Und dann? Was dann? Conroy. Weiß Conroy, dass du... Conroy? Wo? Ist er hier? Er ist nicht hier, oder? Nein, er ist nicht hier. Aber ich... Ich hätte da mal eine Frage. Ich bin offiziell nicht befugt, Fragen gestellt zu bekommen. Das heißt, ich darf dir nicht mal welche stellen? Aber wenn ich dich einfach frage und du reagierst, so wie eben, dann habe ich doch etwas gefragt, obwohl ich das nicht darf. Und das ist schon wieder eine Frage. Das ist vielleicht deine Meinung. Tja, seltsame Gespräche hier. Hat Conroy dir befohlen, dass... Conroy! Wo? Okay, ich glaube, das bringt nicht viel. Du bist also eine offizielle Wache Conroys? Jawohl. Ausgebildet, um die Bürger Asposiens zu schützen. Und wie? Ich werfe sie ins Gefängnis, damit die Basilien sie nicht kriegen. Alles klar. Habt ihr keine Angst, dass ihr versteinert werdet? Wieso sollte ich versteinert werden? Naja, ihr steht hier direkt bei dem Brunnen und... Eigentlich müsstet ihr einer der Ersten sein, die es abkriegen. Ich bin erst seit gestern hier, aber danke für den Tipp. Was werdet ihr denn tun, wenn die Basilien euch angreifen? Ach, da mache ich mir keine Sorgen. Ich habe Conroys Ratschläge alle gelesen. Außerdem kenne ich einen guten Trick. Das zu treffen. Den hat mir mein Vorgänger hier verraten. Was denn für ein Trick? Wenn ein Basil kommt, mache ich einfach die Augen zu. Brillant. Das wird helfen.
Du hast ja einen tollen Ausblick hier. Ja, danke schön. An guten Tagen kann ich bis nach Oberasposien gucken. Manchmal überlege ich mir, was wäre, wenn dort auch eine Wache steht, die aber denkt, dass bei ihr unten ist, obwohl eigentlich bei mir unten ist und bei ihr oben. Darüber hast du sicher lange nachgedacht. Nee, ist mir gerade so eingefallen. Alles klar. Was ist das für ein Automat da drüben? Weißt du nicht, was ein Syndomat ist? Du scheinst ja wirklich der Letzte zu sein. Was tut denn so ein Syndomat? Der tut gar nichts. Du musst ihm erzählen, was du getan hast. Was habe ich denn getan? Bestimmt irgendwas. Man kann nicht so durch die Gegend laufen, ohne die Basilen zu verärgern. Aha, so funktioniert das also. Was genau macht die Nadel da am Syndomaten? Die zeigt an, wie schwer deine Sünde ist. Eine Wache während der Arbeitszeit vollquatschen ist zum Beispiel ein schweres Vergehen. Ach ja? Ja. Wenn jemand jetzt in den Brunnen fällt, ist das deine Schuld. Alles klar. Wir müssen einen schönen Tag noch. Jawohl. Mögen die Basilen dir wohlgesonnen sein. Danke, gleichfalls. Wir müssen mal mit dem Syndomaten reden. Syndomat. Ein Syndomat. Die praktische Lösung für Sünder mit wenig Zeit. Beichten und Bußen in weniger als einer Minute. Praktisch. Nenne deine Sünde. Meine Sünde. Aha. Kleine Sünde, kleine Sünde. Wache vollgequatscht. Was soll ich denn beichten? Nenne deine Sünde. Aber ich habe keine Sünde. Nenne deine Sünde. Du hörst mir gar nicht zu. Opfere den Basilen ein Minzbonbon. Ein Minzbonbon. Aha. Ich schätze, ich gehe. Nenne deine Sünde. Nein, ich wollte wirklich nur... Nenne deine Sünde. Ich gehe jetzt einfach. Nenne deine Sünde. Ein guter Automat. Ein Minzbonbon. Wofür auch immer wir das gebrauchen können. Das Fach ist geschlossen. Ich kann es nicht öffnen. Ein Syndomat. Die praktische Lösung für Sünder mit wenig Zeit. Das hatten wir, glaube ich, schon. Nenne deine Sünde. Kleine Sünde. Mal überlegen. Ich glaube, ich habe andere Menschen mit allerlei Fragen genervt. Siehe die Schwere deiner Schuld. Das Urteil der Basilen lautet, gib dir selber eine Ohrfeige und Büße. Was? Aha, eine Ohrfeige. Ich habe die Wache vollgequatscht. Siehe die Schwere deiner Schuld. Das Urteil der Basilen lautet, iss eine Handvoll Staub und büße. Bäh, das werde ich nicht tun. Also, ich habe noch keine Sünde. Ich habe einfach Dinge mitgenommen, ohne dass sie mir gehören. Siehe die Schwere deiner Schuld. Das Urteil der Basilen lautet, bezeichne dich selbst als unwürdigen Wurm und büße. Ach. Das war auch immer Conroys Spitzname für mich. Nicht unvölliger Wurm. Ich muss immer zu allem einen Kommentar abgeben. Das ist normal, sehr gut. Deiner Schuld. Das Urteil der Basilen lautet, kleb dir eine Woche lang den Mund zu und büße. Na fein, das mache ich aber lieber nächste Woche. Das wären aber lustige Let's Plays. Das wären lustige Streams. Ja. Da bin ich mir sicher. Aber ich habe gar nichts gemacht. Opfere den Basilen ein Minzbonbon. Uah, noch eins. Noch ein Minzbonbon. Schätze, ich gehe. Nenne deine Sünde. Nein, ich wollte wirklich nur... Nenne deine Sünde. Ich gehe jetzt einfach. Nenne deine Sünde. Minzbonbon. Ich brauche nicht noch eins. Ach. Brauchst nicht nur eins. Was ein Blödsinn. So, irgendwie müssen wir die Anzeige hier. Ich komm nicht ran. Tja, vielleicht mit dem Gehstock. Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern.
Ich dachte, du wirst drankommen und den. Den Stock abmachen. Das mache ich nicht. Dann halt nicht. Vielleicht willst du was trinken? Wache. Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Aha, wenn ich jetzt, wann dann? Wir können uns das noch anschauen. Der letzte aktive Windbrunnen von Asposien. Aha. Ich komme nicht ran. Und mal abgesehen davon merken die Leute es bestimmt, wenn ich ihn mitnehme. Den Windbrunnen mitnehmen. Okay. Ah, hier oben können wir noch. Nicht ran. Das Tutorial im Weg ist. Okay. Nenne deine Sünde. Haben wir schon. Ich schätze, ich gehe. Nenne deine Sünde. Nein, ich wollte wirklich nur... Nenne deine Sünde. Ich gehe jetzt einfach. Nenne deine Sünde. Tja. Ich glaube, da müssten wir erstmal zur Bagasse zurück. So, irgendwie müssen wir dem sein Dings abknüpfen. Hallo Detze, kann ich dich noch mal was fragen? Nenne deinen Namen, Fremder. Aber wir haben doch eben miteinander... Das sagen sie alle. Die Karte. Bist du sicher, dass das eine Schatzkarte ist? Für mich sieht es ein wenig aus wie ein Strickmuster. Ich bitte dich. Sehe ich aus, als könnte ich eine Schatzkarte nicht von einem Strickmuster unterscheiden? Nein, ja, also schon. Aber ich denke, dass... Hör mal, ich werde dir jetzt sagen, was ich meiner Mama schon gesagt habe. Und dem Richter, und wenn ich sage, dann... Ja. Na dann, Detze, viel Spaß noch bei deinem Spiel. Welches Spiel? Okay. Vielleicht können wir ihm zum Austausch irgendwas anderes geben, vielleicht einen Flugplatz. Naja, dann könnte ich... Obwohl... Nein. Schade. Ein Gießstück vielleicht. Naja, dann könnte ich... Obwohl... Nein. Das scheint nicht zu klappen. Vielleicht das Minzbonbon. Das wird nicht klappen. Vielleicht können wir dem Kollegen hier schon mal... Warte, vielleicht können wir hier mit dem Stock hier. Mit dem Stock. Das mache ich nicht. Den mache ich nicht. Na gut, dann halt nicht. Gehen wir jetzt hier wieder zurück. Vielleicht kann man den Gehstock schon mal an ihn weitergeben. Alle Asposer in Deckung! Oh, bitte nicht, Basilen. Bitte tut mir nichts. Ich bin ein anständiger Asposer. Still. Basilenangriff, Ende! Oh Gott, ich habe die Angriffe der Götter bis jetzt immer nur vom Balkon aus gesehen. Tja, da war was erlebt. Hallo Schneider. Ach, hallo junge Frau. Ich bin eigentlich nur Robert. Entschuldige, die Gefangenschaft hat mich ein wenig wirr gemacht. Ach, naja. Okay, ich gehe dann mal. Alles klar, ich bleib hier. Ja. Vielleicht können wir ihm, das wollte ich schon versuchen, hier mal den Gehstock. Wird es damit funktionieren? Ich denke schon. Sehr interessante Nachricht. Was genau ist denn das? Die sieht ja aus wie ein Gehstock. Ja, witzig, nicht? Hauptsache, ihr könnt damit arbeiten. Wenn das ein Gehstock wäre, könnte jetzt irgendein kranker Asposer nicht mehr laufen. Die Frage ist nur, ob man damit stricken kann. Ich meine, es sieht wirklich aus wie ein Gehstock. Es ist eine Stricknadel. Na gut, es wird auf jeden Fall funktionieren. Allerdings fehlt immer noch etwas für das Leibchen. Ich tue, was ich kann. Okay, das reicht schon. Das müssen wir hier denn nicht denn... Das Ding ins
den Zeiger ausreißen. Und wahrscheinlich müssen wir hier dem Mönch seine Kutte irgendwie wegnehmen. Wie auch immer wir das hinkriegen.